Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wie versprochen befinden wir uns aktuell. Was? Verwendet einmal Aktionen? Ach so, okay, ich habe gerade. Das ist auch nicht schlecht. Ich habe eine tägliche Bestrebung abgeschlossen, indem ich gewunken habe. Wie versprochen, machen wir heute den Prolog. Und zwar findet ihr den, indem ihr auf, also im Kronenshop, auf Quests klickt, auf Prologe. Und dann gibt es hier den Prolog, das Verweilen des Druidenkönigs. Den Prolog zu Firesong, was nichts anderes als Galen und Öfre ist. Den nehmt ihr an und dann könnt ihr euch hier nach Glenumbra begeben und sollte theoretisch eine Höhle hier unten haben. Jetzt bin ich extra runtergegangen. Ich hoffe jetzt nicht, dass die Höhle oben ist. Ne, sieht aber gut aus hier. Hallo? Ihr habt meinen Brief erhalten? Danke für euer Kommen. Ah, ihr habt meinen Brief erhalten? Danke, dass ihr mich trefft. Mein guter Freund Dule von der Magiergilde ist in Gefahr. Allein kann ich ihn nicht vor dem Feuersang beschützen. Der Feuersang? Ein Zirkel von Druiden, der meist auf seiner eigenen Insel bleibt. Doch in jüngster Zeit tauchen sie überall auf und greifen die Leute an. Ich hatte gehofft, ich wäre nach der Erdwurz-Enklave mit ihnen fertig, aber Dulef hat sie entdeckt, als er einer Spur nachging. Was für eine Spur ist da nachgegangen? Ich bin Historikerin. Dulef hilft mir, die Schritte der Druiden von Galenach zu verfolgen, nachdem sie in längst vergangenen Zeiten Hochfels verließen. Ich bin nicht mit diesem Land vertraut. Daher ist Dulef vorausgereist. Nun steckt er in Schwierigkeiten. Könnt ihr helfen? Ich finde etwas, um euch zu belohnen. Ich werde euch und eurem Freund Dulef helfen. Aber natürlich. Fällt mir übrigens gerade ein, dass wir das lieber umschalten sollten. Falls wir das mal brauchen. So. Wo sind wir denn? Wir sind unten. Wir müssen nach oben. Rechtsrum sollten wir aber eigentlich hinkommen. Guten Tag, hallo, wie geht's? Anscheinend nicht so gut. Haben wir ein wenig Aggressionen? Ja, ich glaube, wir haben ein wenig Aggressionen. Kuckuck. Vielleicht fühlen die sich ja auch ein bisschen verarscht oder so. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir hätten doch hochgemusst, oder? Ja, ist ja gut. Jetzt geht mir hier nicht auf die Nerven. Ich suche gerade den Eingang. Ach, da ist er. Hier drüben. Ich fertige gerade eine Kohleschraffur dieser Tafel an. Ja, das ist ja toll. Hier laufen überall Zombies rum. Achso, ich stehe auf dem Falschen. Ihr solltet euch um mich keine Sorgen machen, Laurel. Seht, ich habe etwas gefunden. Erklärt es unserer Freundin. Ich halte hier Wache. Erklärt es mir aber bitte, wenn ich hiermit durch bin. Königsmachertruhe. Okay. Ich habe Laurel gebeten, fähige Hilfe zu finden. Und das scheint sie auch getan zu haben. Hervorragend. Ich heiße Dulef und komme von der Magiergilde. Mir gelang es, den feigen Feuersang abzuhängen. Doch ich bin sehr froh, euch bei uns zu haben. Seht einmal, was ich gefunden habe. Was ist das? Eine uralte Tafel. Die Gravuren darauf sind so alt wie Tuvakas Schwanz. Doch das Symbol oben steht für den Druidenkönig. Und das Muster deutet an, dass es eine Art Ritual ist. Aber was genau die anderen drei Symbole bedeuten, da bin ich mir unsicher. Wird vielleicht? Keine Ahnung. Wie habt ihr diese Tafel gefunden? Ich traf zuvor auf eine Beldama-Würdin. Ich dachte, sie wüsste vielleicht etwas darüber, warum der Druidenkönig die Würd besucht hatte, bevor er die Druiden auf die Systrin führte. Sie brauchte etwas Zeit, um sich an die Geschichten zu erinnern.
Aber diese Tafel fiel ihr sofort ein und sie schickte mich, um sie mir näher anzusehen. Und was sagt uns die Tafel? Keine Ahnung. Deshalb habe ich diese Schraffur angefertigt. Warum bringt ihr sie nicht zum Lager der Beldama beim Wirtbaum und zeigt sie Würdin Tola? Vielleicht hilft ihr das, sich an Geschichten über die Wirt und den Druidenkönig zu erinnern. Druidin Laurel und ich treffen euch dort. In Ordnung. Ich treffe euch dann am Lager des Beldama-Wirt. Das Lager ist gleich westlich vom Wirtbaum der Beldama. Ich werde bei Druidin Laurel bleiben und dafür sorgen, dass sie sicher dorthin kommt. Wollen wir hoffen, dass die Würdin sich an etwas erinnert? Oder uns zumindest mehr über die Gravuren auf dieser Tafel sagen kann? Ich finde das ja immer so nett. Die wollen immer bei den Leuten bleiben, um sicherzustellen, dass die sicher dort ankommen und ich darf dann wieder sehen, wo ich bleibe. Warum hat die Würdin euch losgeschickt, um diese Tafel zu suchen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Als ich sie nach Geschichten über den Druidenkönig und die Wirt fragte, war die Tafel das Erste, was ihr einfiel. Wie die Druiden überliefern die Wirt den Großteil der Geschichte mündlich. Insofern muss diese Tafel eine besondere Bedeutung haben. Meint ihr, das ist es, wonach der Feuersang sucht? Bei Sand und See! Wenn das der Grund ist, sucht er an den falschen Orten. Nachdem ich Laurel geschrieben und diese Kerle abgehängt hatte, habe ich sie nicht mehr gesehen. Aber sie sind noch da draußen. Ich spüre es im Wind. Warum arbeitet jemand von der Magiergilde mit einer Druidin zusammen? Das mag eine ungewöhnliche Partnerschaft sein, aber Laurel und ich kennen uns schon ewig. Sie hat mich aus dem Meer gezogen, als ich vor Galin gekentert bin. Die Steinlehre-Druiden haben mich gesund gepflegt. Danach gab ich das Piratenleben auf und schlug einen neuen Kurs ein. Dann tragt ihr eine Schuld ab? Ich schulde ihr mehr, als nur den Weg des Druidenkönigs nachzuverfolgen. Und sie ist auch meine Freundin. Sie meinte zu mir, dass mehr in der Welt steckt. Mehr in mir. Und nach dem, was in der Enklave geschehen ist, Feuersanghunde. Dass die hier sind, ist kein Zufall. Wir treffen euch bald am Lager, meine Freundin. Ich will mir nur erst diese Tafel ansehen. Okay, sieh dir die Tafel an. Ich finde sie sehr schön. Mit Blümchen und irgendwelchen lustigen Symbolen drauf. Und wir treffen uns dann, ja, ich weiß gar nicht, wo das ist. Moment, auch in Glenumbra und zwar hier oben beim Wegschrein der Fernwacht. Da werde ich mich dann mal kurz hinbegeben und wir sehen uns gleich wieder. So, vom Wegschrein aus sollten wir theoretisch hier runterreiten. Ach, sie meinte den Baum. Okay. Noch eine Druidin. Gehört ihr zu ihm? Bleibt zurück! Was ist hier geschehen? Druiden. Sie nannten sich selbst Feuersang. Sie haben uns angegriffen. Fäule und Dornen. Meine Freundin, sprecht mit ihr und findet heraus, was geschehen ist. Warum spricht er eigentlich nicht selber mit den Leuten? Erst kamen diese Druiden mit Macht, nannten sich der Feuersang. Und nun taucht ihr auf mit diesem Magier, der mit Würdin Tola gesprochen hat und einer weiteren Druidin. Seid ihr auch hier, um uns anzugreifen? Druidin Laurel gehört nicht zum Feuersang und wir kommen mit friedlichen Absichten. Könnt ihr uns sagen, was geschehen ist? Der Anführer des Feuersangs, Erzdruide Michiel, verlangte, dass Würdin Tola mit ihm kommt, um die, wie sagte er noch, die Ritualstätte des Druidenkönigs zu öffnen. Als sie sich weigerte, griffen sie an. Sie haben sie verschleppt. Wisst ihr, wo sich die Ritualstätte befindet? Nein. Aber wenn ihr wirklich helfen wollt, sucht Würdin Tola und bringt sie heil zurück. Druiden wurden in Hochfels nicht mehr gesehen, seit der Wirtbaum ein Busch war. Als sie erschienen, weckte das natürlich unser Interesse. Ich markiere ihre Lage auf eurer Karte. Wann ist euch zum ersten Mal aufgefallen, dass Druidenlager in der Gegend auftauchten? Erst vor kurzem. Wir waren anfangs neugierig, nicht besorgt. Ehrlich gesagt, hielten die meisten meiner Schwestern die Druiden nur für einen Mythos. Ich hatte ganz sicher noch keinen getroffen. Als sie begannen, ihr Lager zu errichten, wollten wir sie nur im Auge behalten. Vielleicht war das einfältig. Diese Tafel, die Dulev sich laut Würdin Tola ansehen sollte, wisst ihr, was diese Symbole bedeuten? Tafel? Nein, die habe ich noch nie gesehen.
Das Symbol in der Mitte ähnelt dem, mit dem wir die Natur darstellen. Und das unten sieht aus wie eine andere Fassung des Beldamer-Symbols. Was die anderen beiden angeht, ich weiß nicht, was sie bedeuten. Ist euch noch etwas aufgefallen, als Erzdruide Michiel die Würde mitnahm? Es ging alles so schnell. Er sagte etwas darüber, dass er eine Würdin braucht, die den Weg eröffnet. Und ich weiß, dass er den Druidenkönig und eine Ritualstätte erwähnte. Dinge, von denen ich noch nie gehört hatte, bis der Magier kam und Würdin Tola danach fragte. Der Magier? Ihr meint Dulev? Ja, Würdin Tola sprach freundlich von eurem Freund. Er fragte, ob sie Geschichten über ein Treffen des Druidenkönigs mit dem Wirt kennen würde. Sie schien etwas zu wissen, doch sie wollte die anderen Ältesten zu Rate ziehen. Vielleicht hat der Feuersang sie deshalb verschleppt. Feuersang-Lager auf dem Festland? Wir müssen herausfinden, wohin man Würdin Tola gebracht hat. Bleibt hier, Laurel. Ich folge unserer Freundin, ohne ihr in die Quere zu kommen. Finden wir heraus, was der Feuersang vorhat. Was heißt hier, ohne mir in die Quere zu kommen? Ach, wir müssen die Richtung. Du darfst mir gerne folgen. Du kommst mir schon nicht in die Quere. So, Moment. Jetzt müssen wir irgendwie hier rum. Ich glaube, unten wäre es jetzt besser gewesen. Naja, unten wäre es besser gewesen. Tut mir leid, ich will eure Ruhe überhaupt gar nicht stören. Nee, ist doch höher. Oh, nee. Okay. Keine Spur von Würdin Tola. Aber was ist das? Das nennt man einen Apfel. Erzdruide Michiel. Der Geist muss uns gehören. Ihr werdet Würdinnen brauchen, die die verborgenen Pfade für euch öffnen. Sollten diese sich weigern, habt ihr meine Erlaubnis, alles Nötige zu tun, was die Vollendung eurer Mission erfordert. Würdinnenälteste sind zu bevorzugen, da diesen mehr Wissen und Macht innewohnt als der durchschnittlichen Naturhexe. Sobald die Pfade offen stehen und ihr die Rituale genauso durchführt, wie ich es euch gelehrt habe, verbleiben nur noch wenige Schritte. Dann werden der Naturgeist und die geheiligten Samen dem Feuersang gehören. Erzdruidin Orlaid. Heilige Samen? Laurel meinte, der Feuersang hätte es in der Erdwurzenklave auf den Steinleere-Samen abgesehen gehabt. Was hat das mit dem Besuch des Druidenkönigs bei den Wirt zu tun? Das gilt es herauszufinden. Ja. Dazu müssen wir dann allerdings erstmal wieder zum nächsten Punkt reisen. Ich denke mal, also einen sehe ich jetzt über uns. Ich weiß aber nicht. Soll ja anscheinend drei geben. Ja. Jetzt habe ich auch drei. Moment. Ist aber beides an der gleichen Stelle, oder nicht? Also, erstens, das ist höher. Ach, das ist da hinten. Ah, ja, ja, ich sehe es. Ich sehe es, okay. Dann schnappen wir uns kurz die Rohstoffe hier. So viel Zeit muss gerade noch sein. Oh, da hinten ist noch eine Kiste. Also eine Truhe. So viel Zeit muss auf jeden Fall sein, weil, ihr habt ja schon gesehen, es kann immer mal sein, dass sich da drin eine Spur befindet. Deine Nase für solche Dinge. Na? Und es kann immer mal sein, dass da drin etwas ist, was man verwerten kann. So, die Frage ist jetzt, sind hier Gegner? Natürlich sind hier Gegner. Da drüben ist etwas. Hallo? Okay. Was war denn das gerade? Der Vettelfen, was? Das reicht wenigstens, um uns eine Richtung vorzugeben. Nee, Moment. Müssen wir rein oder raus? Wir müssen wieder raus. Wo kommen die denn jetzt auf einmal wieder her? Wollt ihr mich hier eigentlich verarschen? Nee, wir müssen hier raus.
Okay. Was für ein Kampf? Hallo? Oh, Leute. Ich bin gleich im Kampf, weil ich mich nicht bewegen kann. Ja, das ist richtig. Also, weil ich nicht reiten kann. Hallo? Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst hier. Eieiei, dann sammeln wir halt alles ein, wenn wir eh schon mal zu Fuß sind. Wenn ich das sage, dann darf ich. Okay. Das ist ja nett. Na gut. Wir müssen hier rum. Das war jetzt irgendwie doof, aber da geht's auch rum. Da ist der Typ. Moment, hier hinten sehe ich gerade was. Wuhuhu! Hallöchen! Aber ihr bitte nicht einfach abhauen, ja? Und dann ist das gut für ein Problem. Denkst du, du bist ein Mönch oder was? Nein! Oh, lasst mich doch mit der Feuerstelle in Ruhe. Wie lautet so die Inschrift dort? Free? Ich frage mich, was das heißt. Gehen wir zurück zu Druidin Laurel und Würdin Jocelyn und zeigen ihnen, was wir gefunden haben. Die sind da unten. Okay, da das ein bisschen länger dauert, werde ich mich jetzt erstmal dorthin begeben und wir sehen uns gleich dort wieder. Ja! Ihr seid zurück. Was ist mit Würdin Tola? Da ist sie. Hallo? Ich werde hier komplett ignoriert. Wurzeln und Dornen nochmal. Was hat denn da so lange gedauert? Ich wäre euch beiden fast schon selbst nachgesetzt. Habt ihr etwas gefunden? Wisst ihr, wohin der Feuersang Würdin Tola gebracht hat? Geht es ihr gut? Wir haben die Würde nicht gefunden, aber eine Karte, die andeutet, dass sie Interesse an Fettelfen haben. Der Fettelfen? Der Sumpf im Nordosten? Nun, wenn der Feuersang einen Ort auf seiner Karte markiert, muss er wichtig sein. Wir müssen dorthin, und zwar schnell. Ich vertraue nicht darauf, dass dieser Pfadverräter Michiel der Würde nichts antut. Habt ihr noch etwas gefunden? Wir haben Befehle gefunden, die Erzdruide Michiel erhalten hat. Eine Erzdruide namens Orleif hat ihn hergeschickt. Befehle? Lasst mich das einmal sehen. Erzdruidin Orleif ist eine der angesehensten Ältesten des Feuersangzirkels. Doch warum sollte sie Michiel hierher entsenden, um einen Naturgeist zu beschaffen? Wir haben doch mehr als genug auf dem Archipel. Wie dem auch sei. Ist das alles? Wir haben dieses Totem in einem der Feuersanglager gefunden. Dulef hält es für ein Würd-Totem. Interessant. Wir Druiden nutzen Totems und Fetische bei unseren Ritualen. Dient dieses einem bestimmten Zweck? Und welches Wort ist hier eingraviert worden? Free? Das habe ich noch nie gehört. Wir haben keine Wahl. Wir müssen herausfinden, ob der Feuersang Würdin Tola nach Fettelfen gebracht hat. In Ordnung, dann lasst uns zum Fettelfen reisen. Die Markierung auf der Karte ist ziemlich klar. Sollte nicht allzu schwierig sein, diesen Ort im Fettelfen zu finden. Ich frage mich, was dort ist. Ach, ich bin es leid, immer einen Schritt hinter diesen verfaulten Feiglingen zurückzuliegen. Erst wollten sie unseren heiligen Samen stehlen und jetzt das? Worum geht es hier denn? Erzählt mir mehr über die heiligen Samen. Die heiligen Samen wurden den drei Druidenzirkeln von Druidenkönig Kasorain anvertraut, um sie zu bewahren und zu bewachen, bis die Zeit kommt, wenn sie gebraucht werden. So sagt es die Prophezeiung, doch über die eigentliche Bedeutung wird seit Jahrhunderten gestritten. Welche Prophezeiung? Der Traum von Kasorain. Mich faszinieren die Geschichten vom Druidenkönig, seitdem ich die in den erzählenden Stein gravierte Prophezeiung gelesen habe. Natürlich interpretiert jeder Zirkel ihre Bedeutung anders. Es ist nur eines der vielen Dinge, bei denen wir uns nicht einig sind. Warum sollte der Feuersang versuchen, eurem Zirkel seinen heiligen Samen wegzunehmen? Wer weiß, warum diese elenden Wurzelsäcke irgendetwas tun. Sie wollten offensichtlich den heiligen Samen der Steinlehre an sich reißen. Doch warum sie einen Naturgeist vom Festland wollten? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht jagen wir alle nur Legenden nach. Es gibt eine Höhle an diesem Ort auf der Karte. Drüben am Ostufer. Wir gehen nie dorthin. Meine Schwestern sagen, dass es dort spukt. Es spukt? Toll. Ich wette, dass wir dorthin müssen. Wir treffen euch dort. Bitte! Ihr müsst Würdin Tola retten!
Ich weiß nicht, was euch in dieser Höhle im Vettelfen erwartet, aber je länger sie bei diesem schrecklichen Druiden ist, desto mehr Sorgen mache ich mir. Bitte seid vorsichtig, aber bringt sie zurück. Bitte. Könnt ihr mir etwas über dieses Totem sagen, das wir in einem Feuersanglager gefunden haben? Das ist ein altes Wirt-Totem. Wir nutzen sie nicht mehr allzu oft bei unseren Ritualen und Zeremonien, aber sie waren früher häufiger. Das hier eingravierte Wort. Fri. Es klingt altbretonisch, doch ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Altbretonisch. Okay. Und sie hat uns was auf der Karte eingetragen, wo ich von ausgehe, dass das hier sein sollte. Geht zum auf der Karte markierten Ort. Ja, hier oben ist das. Da muss ich allerdings noch ein bisschen reisen, deswegen sage ich mal, wir sehen uns gleich am Zielort wieder. So, ich muss aber trotzdem mal eben kurz die Markierung rausmachen, weil die nervt mich hier gerade ein bisschen. Wir müssen, glaube ich, hier so rumlaufen. Ja. Ich wollte gerade noch sagen, es sieht fast so aus, als ob schon jemand vor uns da gewesen ist. Aber es war doch nicht so. Das Ritual ist fast abgeschlossen. Der Geist wird schon bald uns gehören. Ihr wagt, einen heiligen Geist der Natur zu stören? Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, da kommen wir nicht durch, oder? Ja, genau. Wie viel Schaden macht der bitte? Findet die Würdin da oben. Nein, bleib zurück! Ha, ich habe für Ablenkungen keine Zeit. Die zweite Ritualstätte wartet. Würdin Tola, geht es euch gut? Ach, Duleth, ihr und eure Freunde kommt gerade rechtzeitig. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid, um mich vor diesem druidischen Schurken zu retten. Eure Ankunft hat mir zweifelsohne das Leben gerettet. Doch ihr kommt zu spät, um den Erzdruiden am Abschluss seines Rituals zu hindern. Ich glaube, es gibt eine Verbindung zu den Geschichten, nach denen euer Freund Duleth mich gefragt hatte. Konntet ihr euch an einige dieser Geschichten erinnern? Nachdem ich meine Mitältesten zu Rate gezogen und dem Gerede der Feuersang-Druiden gelauscht hatte, ja. In einer Geschichte arbeiteten die Beldamer Wirt vor langer Zeit mit Druidenkönig Kasorein zusammen, um an diesem Ort ein Ritual zu wirken. Hat Duleth die Tafel gefunden, auf die ich ihn hingewiesen hatte? Ja, er hat eine Kohleschraffur der Gravur angefertigt. Hier. Ah. Sie ist genau so, wie ich mich an sie erinnere. Die Muster zeigen ein Ritual, doch eines, mit dem ich nicht vertraut bin. Die Symbole stellen den Druidenkönig, den Beldamer Wirt und den Glenmorel-Wirt dar. Und das in der Mitte, vermute ich, ist der Geist, den Erzdruide Michiel sucht. Könnt ihr mir irgendetwas über das Ritual sagen, das der Erzdruide hier gewirkt hat? Ich glaube, dass es das Ritual ist, das auf der Tafel gezeigt wird. Nur in umgekehrter Abfolge. Es zeigt den Druidenkönig und die Wirt, wie sie einen Ort für den Naturgeist weihen. Das Ritual des Erzdruiden hat diese Stätte entweiht.
Nun will er das Gleiche an der zweiten Stätte tun. Wisst ihr, wo die zweite Ritualstätte ist? Nicht genau. Doch wenn der Glenmorel-Wirt dem Druidenkönig dort geholfen hat, muss sie irgendwo in Bankorei sein. Der Erzdruide braucht eine weitere Würdin, um zur Ritualstätte zu gelangen. Dann kann er den Naturgeist beschwören, wenn er seinen Zauber abschließt. Danke für eure Hilfe, Vjordin. Der Glenmorel-Wirt. Sprechen wir über unsere nächsten Schritte. Dann hat der Druidenkönig den Beldamer-Wirt also nicht nur getroffen, um ein Ritual durchzuführen, sondern er hatte auch die Hilfe des Glenmorel-Wirt? Und der Feuersang wusste das aus irgendwelchen Gründen? Ach, Fäule, war ich denn die Einzige, die nichts davon wusste? Wir müssen sie aufhalten. Dann stimmt ihr zu, dass wir nach Bankorei reisen und mit dem Glenmorel-Wirt sprechen müssen? So sicher wie die Schauer der Regenhand die Blumen der Zweitsaat sprießen lassen. Sputen wir uns nach Bankorei und finden wir das Lager der Glenmorel, von dem die Würdin euch erzählt hat. Wir müssen Erzdruide Michiel daran hindern, die zweite Ritualstätte zu entweihen. Vielleicht kann ich helfen. Ich öffne ein Portal nach Bankorei. Es sollte euch in die Nähe des Wirtlagers bringen. Vielen Dank, Würdin Tola. Klare Himmel wünsche ich. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir das Angebot doch an und reisen einmal nach Bankorei. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.